Später, wenn die normale Nahrungsproduktion auch läuft, können wir auch hier noch einen Schuster irgendwo hinpacken. Ihr geht mal da hoch, dass ihr verheiratet werden könnt. Und wir nehmen uns dich als neuen Lehmsammler. Du musst natürlich nicht lange als Lehmsammler arbeiten, später als Steinmetz hier oben die ganzen Steine kloppen. Am besten errichten wir deinen Steinmetz-Set dann hier. Kann ich dich nicht einfach direkt mit einem Klick zu dem Siedlung schicken? Das wird wahrscheinlich am einfachsten sein, dass du mir da gleich hinläufst. Du suchst jetzt einen Ehepartner. Du sammelst schön Lehm. Und ja, was bräuchten wir eigentlich für ein Dreifamilienhaus? Alles. Drei Holz, ein Weizen, zwei Stein. Ach, das kriegen wir locker hin. Für ein Zweifamilienhaus brauchen wir drei Holz, ein Weizen, zwei Stein. Hä? Für ein Dreifamilienhaus brauchen wir nicht mehr? Das ist gut. So, du bist Fischer. Wie sieht's mit dir aus? Ja. So, du bist endlich mal eine Frau. Du nutzt die Birnbüsche, um nochmal zu essen. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich hier das Holz wegmachen, um dort die Farm aufzubauen. Weil wir haben ja den Kundschafter, der Bäume wegmachen kann. So, du bist jetzt erstmal Werkzeugschreiner. Du isst noch mal was hier. Gespaltene Zunge, gerissener Flux, Zorn im Herzen. Das sind interessante Indianernamen. Und da ist das Vorratszelt. Kriegszelt, Wigwams, Jägerzelt, Fischerzelt. Ja, will. Ja. Und sie kriegen sogar Kinder. Gut. Ja, ich werde für dieses Unterfangen, wobei zwei Farmer werden reichen. Zwei Farmer, ein Müller, ein Bäcker, ein Bierbrauer und je nachdem zwei Träger. Mhm. Werkzeugschreiner arbeitet fleißig, das ist gut. Unser Lehmarbeiter ebenso. Und das ist auch gut. Und unser erster Wegweiser steht gleich. Donnertürme sind übrigens die Verteidigungstürme der Indianer. Oh, und unser Kundschaft ist müde. Nahrung haben die Indianer zu Genüge rumliegen. Das ist auch gut. Was haben sie denn alles so zum Handeln im Angebot? Bier gegen Leder können wir mitnehmen. Geschirr gegen Holzwerkzeug gegen Geschirr. Eine Lederrüstung gegen zwei Schuhe. Lehm gegen Wolle. Also militärisch brauchen wir in der Mission nicht werden. Wir haben hier unsere Verteidigung und die reicht völlig aus. Weil die
Gegner, also die feindlichen Indianer, greifen immer an dieser Stelle an. Und der holt sich Holzwerkzeug. Der ist sich ebenso. Na gut, ist schon mal gut, dass wir Holzwerkzeug machen. Ja. Ja, will. Ja. Du solltest noch was essen. Jo. Gut. Jo. Und dann gehen wir nicht zu sehr am See entlang, sondern etwas oben rum. Das ist ein großes Wigwam. So, der holt Holz. Er selber hat noch gar kein Holzwerkzeug. Dafür hat er jetzt Holzwerkzeug. Und ja, hier zwischen den beiden Wigwams durch kommt der nächste Wegweiser hin. Also ja, den unteren Bereich der Insel können wir gut bebauen. Gut. Ja, will. Ja. Den nächsten dann dahin. Soweit ich weiß, haben die beiden Stämme miteinander eigentlich Frieden, oder? Ja. Krummnasen sind Freund mit Dunkelwälder. Und Freund mit Wikingern. Dunkelwälder sind Feind mit Wikinger, aber Freund mit Krummnasen. Haut irgendwie so hin. Wie sieht deine Erfahrung aus? Noch 40% und deine Erfahrung noch 20%. Dann steht hier bald ein Dreifamilienhaus. Yay. Weil da können wir auch irgendwann noch den Schuster hier daneben setzen. Irgendwo. So, Wegweiser. Da oben hin. Bären sind in dem Spiel zum Glück nicht aggressiv. Hier wäre noch eine Lehmgrube, wenn wir mehr als den Lehm hier bräuchten, aber so viel Lehm brauchen wir nicht. Vor allem hier liegen auch noch einzelne Lehmteile rum. Und ja, ich glaube, ich werde das Dreifamilienhaus lieber hier hinbauen, dass es näher der Lehmsammlerhütte ist. Und dann später da unten noch. Ach nö, du sollst niemanden heiraten. So, hier der Wegweiser hin. Okay, Werkzeugschrein haben wir erfunden. Uns fehlt allerdings immer noch der Zwischenschritt hier zum Dreifamilienhaus. Ja, wir könnten hier einen Schäfer machen.
Aber erstmal ein Dreifamilienhaus bauen. Genau an diese Stelle bitte. Ja, will. Ja. Ja, du hast den Nebensammler erfunden. Oh ja, eine Schule können wir auch gleich errichten. Wenn wir schon mal dabei sind. Eine Schule. Ruhig einfach hier oben hinter unser Zelt. Unser Schiff. Das ist übrigens auch lustig. Dieses Stück hier soll den Teil darstellen, wo wir das Zelt an Land gezogen haben. Oh, hi. Du kannst erstmal warten mit deinem Angriff. Okay, er schießt auf dich explizit. Das ist nicht so schön. Wieso schicken sie hauptsächlich Speerträger und so? So, du ziehst da ein. Du ziehst da ein und... Du ziehst auch da ein. Ach ja, und einen. Töpfer. Ja, das ist okay, wenn wir ihn da hinstecken. So, unser Kundschafter hat es fast schon wieder rumgeschafft. Und ja, ich werde mit meinem Kundschafter die Bäume hier erstmal entfernen. Das heißt, ich breche das hier nochmal ab. Wenn ich nämlich hier Bäume entferne, dann habe ich mehr Bauplatz. Weil es reicht, wenn das Holzfällerzelt die Bäume in dem Bereich hier behält. Genauso reiße ich hier drüben die Bäume ab, um hier Platz für die Farben zu schaffen. Stell nochmal 5 Werkzeuge extra her. So, Dreifamilienhaus ist fertig. Du ziehst dich zurück, weil das ist nicht gut, wenn du an der Front kämpfst. Ist aber auch nicht gut, wenn ihr beide ineinander steht. So, mein Kundschafter kriegt jetzt einmal Nahrung aus dem Lager. Unser Fischer sorgt für gut Nahrung, unser Jäger auch einigermaßen. So, dann fällt erstmal die ganzen Bäume hier. Das könnte eine Weile dauern, aber dürfte klappen.
Weil wie gesagt, wenn wir dem Holzfäller die Bäume da lassen und ich nur die hier wegmache,